Willkommen zur Finissage von Dresscode, das Spiel mit der Mode. Ich darf Sie begrüßen zu dem zweiten Talk zum Thema Neoökologie. Es freut mich sehr, dass wir das hier organisieren konnten, weil es nämlich so wichtig ist, das Thema nicht auszusparen. Viele von Ihnen haben sicherlich die Ausstellung gesehen. Bei Dresscode geht es vor allem um Identitätspolitik, um die Frage nach Diversität, um verschiedene Trends in der Mode, aber natürlich auch um diese Shifts zwischen High and Low, zwischen Streetwear und Haute Couture. Und da hatte das Thema der Konsumkritik, der Nachhaltigkeit des Fast Fashion, da einen Platz nicht gehabt. Wir haben diese Ausstellung vom KCI in Kyoto übernommen. Und so freuen wir uns, dass wir jetzt hier zum Abschluss noch dieses wichtige Thema der Ökologie und Nachhaltigkeit in der Mode werden debattieren. Vielen Dank dazu Karl Tillissen und seinen Gästen. Ich darf übergeben und wünsche Ihnen eine spannende Diskussion. Ja, guten Abend, herzlich willkommen auch von mir. Ich muss mich erstmal selbst vorstellen. Mein Name ist Karl Tillissen. Ich hatte 17 Jahre lang eine eigene Modemarke mit 6 eigenen Läden, einem Online-Shop, einer Kosmetiklizenz, die ich vor 5 Jahren aufgegeben habe. Bin jetzt Chefanalyst beim Deutschen Modeinstitut und habe ein Buch geschrieben, das heißt Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und in diesem Buch geht es unter anderem auch um nachhaltigen Modekonsum. Deshalb darf ich diesen Abend hier moderieren oder dieses Gespräch moderieren. Meine Moderation ist aber eigentlich jetzt schon gescheitert, weil wir nur eine Stunde Zeit haben. In den Vorgesprächen hat sich aber schon herausgestellt, dass die 3 Gäste, die wir haben, alle so kompetent und interessant sind, dass man eigentlich mit jeder einzelnen von ihnen mindestens eine Stunde über das Thema sprechen möchte und auch sollte. Erstmal, ich fange mal an mit, an meiner Seite hier ist Cynthia Blasberg, ist Journalistin, schreibt für die beiden wichtigsten Fachzeitschriften der Branche, die Textilmitteilung, kurz TM, und auch Jeans and Casual, kurz JNC. Muss man aber auch sagen, also dort in diesen Fachzeitschriften hat sie einen ganz klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Man muss aber auch sagen, Cynthia Blasberg hat schon über Nachhaltigkeit geschrieben, lange bevor es cool war, und vertritt auch nach wie vor vehement die Ansicht, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend ist, sondern eben nicht weniger als die Zukunft. Das Ganze. Sie hat auch das Wichtigste, sie ist auch gleichzeitig Chefredakteurin des wichtigsten Nachschlagewerks zum Thema grüne Mode, nämlich Green Knowledge, sehr zu empfehlen, ein Buch, das inzwischen eben nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch erhältlich ist, zum Glück. Und ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, es ist auch in der Reihe auch ein Buch in Planung, ein Coffee Table Book, das auch in diese Green Knowledge Reihe gehört, also nicht nur in Planung, sondern sogar schon in Arbeit, wenn ich das. Wir fangen gerade damit an, ja. Dann von Seiten der Forschung, Professor Alan Bend von der Hochschule Niederrhein. Professor Alan Bend ist von ihrer Ausbildung selbst Modedesignerin, lehrt an der Hochschule Niederrhein, aber Hochschule Niederrhein darf den Titel einer University of Applied Science führen. Ein Hinweis darauf, dass dort eben nicht nur gelehrt wird, sondern auch geforscht wird, sehr intensiv geforscht wird. Ich habe auch eben mit einem großen Schwerpunkt Nachhaltigkeit, den Alan leitet. Ich hatte mal das Glück, die Schule besuchen zu dürfen. Bin auch hingefahren mit den Vorstellungen, die ich von einer Modeschule hatte, dass da Leute sitzen und Figurinen zeichnen oder an Schneiderbüsten rum abstecken. Wie man hier sieht,
zeigt sich dort ein ganz anderes Bild. Also es gibt ganze Labore und Fabrikhallen reihen sich da aneinander mit der allerneuesten Textiltechnologie und wird eben sehr in die Tiefe geforscht. Wir werden gleich nochmal einzelne Aspekte herausheben, wie eben einer deiner persönlichen Forschungsschwerpunkte, nämlich die Reduzierung textilbasiertem Mikroplastikemissionen in die Umwelt zum Beispiel. Dann seitens der Modemacher ganz außen, Julia Leifert, hat vor 7 Jahren ihre eigene gleichnamige Marke gegründet, die auch Julia Leifert heißt und einen ganzheitlich nachhaltigen Anspruch hat. Sie ist jetzt nach 7 Jahren schon in den besten Läden weltweit vertreten und auch wird eben von der Fachpresse wie der Vogue oder Harper's Bazaar in den höchsten Tönen gelobt. Zu Recht. Sie hat ganz entscheidend dazu beigetragen, nachhaltige Mode aus der Müsli-Ecke rauszuholen und zu beweisen, dass nachhaltige Mode, nachhaltige Kleidung eben auch sehr elegant, sehr luxuriös oder auch glanzvoll oder zum Beispiel eben auch businesstauglich sein kann und ist dafür zu Recht mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet worden für diese Pionierleistung. Ich kann es kaum glauben, dass wir alle hier heute Abend herbekommen haben. Titel unseres Gesprächs, Frau Kraus hat es auch schon gesagt, Megatrend Neoökologie, Nachhaltigkeit zwischen Innovation, Greenwashing und Sinfluencern. Ich will erstmal gleich mit dem ersten Buzzword schon einsteigen, Greenwashing. Eine aktuell veröffentlichte Studie der Changing Market Society hat herausgefunden, dass also 59% aller Nachhaltigkeitsversprechungen, die derzeit von der Modebranche gemacht werden, bei näherer Betrachtung sich als Greenwashing herausstellen, bei einem großen schwedischen Fast-Fashion-Konzern waren es sogar 96% aller Versprechungen. Das ist natürlich, ich denke, alle, die jetzt heute Abend hier sitzen, wollen ihren Modekonsum verbessern oder vielleicht nachhaltiger konsumieren. Das ist natürlich, solche Nachrichten verunsichern natürlich sehr stark und ärgern natürlich auch. All diese Greenwashing-Stories landen ja als Pressemitteilung bei dir auf dem Tisch, Cynthia. Ja, all diese Firmen, die versuchen, dich ja sozusagen zu ihrem Sprachrohr zu machen, dich dazu zu bringen, das dann auch so in die Welt hinauszutragen. Wie gehst du damit um? Wie ist dein persönlicher Bullshit-Filter, um da zu unterscheiden? Wie ist mein persönlicher Bullshit-Filter? Ich denke, man muss auf eine gewisse Art und Weise anerkennen, dass auch konventionelle Modeunternehmen einen Anspruch darauf haben, nachhaltig zu werden. Das geht einfach nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Ganz sicher ist man eigentlich nur, wenn man wirklich ein Green Fashion oder Eco and Fair Fashion Label hat, das entsprechende Zertifikate vorweisen kann und sowohl auf der Materialebene wie auch bei der Produktion, Lieferkette und so weiter nachhaltig agiert und sich das zertifizieren lässt. Bullshit ist es einfach dann, wenn einfach Fantasy-Geschichten aufgemacht werden. Ja, also es gibt tatsächlich Brands, die irgendwelche Hangtags an ihre Produkte dran tackern und die sind dann gerne so in so einem Naturbraun, dann ist da ein grünes Blatt drauf, dann steht da irgendwas wie natürlich. Also und es ist aber völlig inhaltslos. Also da steht nichts dahinter, da steht kein Zertifikat oder sonst irgendwas, sondern
Es wird halt nur der Anschein erweckt, dass halt eben das irgendwie naturfreundlich sein soll. So. Und das ist für KonsumentInnen, glaube ich, tatsächlich manchmal schwer zu unterscheiden, weil einfach es sehr viele Siegel gibt und man da nicht so einfach durchkommt. Ein anderes Ding ist vielleicht auch einfach bei mir im Bullshit-Filter immer, also ich kriege natürlich auch viele Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen und sobald da drin steht, wir möchten dann bis 2025, sagen wir, nachhaltigere Materialien verwenden in unseren Kollektionen, dann ist das schon mal raus, weil wenn das dann nicht näher definiert wird, was daran jetzt nachhaltiger werden soll, dann kann man das einfach beiseite schieben. Das ist ganz klar. Eine andere Sache ist dann auch noch, es gibt auch viele Brands, die einfach dann ein-, zweimal im Jahr eine Kapselkollektion rausbringen. Und das ist dann, weiß ich nicht, das sind dann vielleicht 10 oder vielleicht 20 Teile. Ja, gerne natürlich T-Shirts oder irgendwas Einfaches wie Sweater, Hoodies. Und ja, und die sind dann halt vielleicht aus, vielleicht sogar aus GOTS zertifizierter Biobaumwolle, ja, wenn man Glück hat. Und gerne immer genommen ist natürlich recyceltes PT, weil das ist natürlich en masse da, das kennt auch jeder. Aber wenn das eine Kollektion ist, sagen wir, es sind 10, 15 Teile und der ganze Rest ist nicht nachhaltig, dann ist das auch Greenwashing von einem Unternehmen, also dann steckt da einfach keine Ernsthaftigkeit dahinter. Das gilt auch dafür, wenn Unternehmen irgendwelche klimaneutralen Ziele deklarieren, die dann 2035 oder so angesiedelt sind. Also man braucht nicht so lange. Es gibt einfach zum Beispiel Climate Partner, die unterstützen Unternehmen einfach dabei, also auf, in den Produkten, in der Verpackung, im Transport und so weiter, Klimaneutralität erreichen zu können. Das geht vielleicht nicht innerhalb von einer Woche, aber bestimmt braucht man da nicht, wie lange wäre das jetzt, 14 Jahre oder so dafür. Also das sind dann so Sachen, das kann man dann einfach direkt beiseite schieben, denke ich, ja. Das heißt, du guckst dir, würdest dir auch den Absender sozusagen genauer angucken und ob die als Unternehmen insgesamt glaubwürdig sind. So. Ja, also mit der Zeit kennt man seine Pappenheimer, sage ich mal. Ja. Und es ist auch total, natürlich ist es richtig, dass eine Fast-Fashion-Gruppe wie H&M, also auch Inditex, wozu Zara gehört und so weiter, die deklarieren natürlich auch regelmäßig Ziele. Und halten davon offensichtlich, wie viel war das, 4% ein. Ja. aber es muss auch jedem klar sein, dass in diesem Fast-Fashion-Segment, also Nachhaltigkeit, vielleicht noch auf der Faser-Material-Ebene, also sprich, die haben dann Tencel oder halt eben recyceltes PET oder Polyester oder sowas drin, dass sie da vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber dass in der Herstellung, was die Lieferkette angeht und so weiter, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren sollte, dass sie da wirklich komplett transparent irgendwie agieren können. Also weiß ich nicht, also weil die einfach so viele, ich weiß nicht wie viele Millionen, Milliarden Kleidungsstücke die im Jahr produzieren und wo und ja, also das ist, glaube ich, fast unmöglich, ja. Ja. Aber du sagst ja einerseits, also am Anfang hast du gesagt, also jetzt, und das, da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass es irgendwie gut ist, dass es, also früher gab es ja diesen ganz tiefen Graben zwischen den nachhaltigen Marken und den konventionellen Marken und da gab es irgendwie gar keine Berührungspunkte und entweder war man das eine oder das andere und jetzt gibt es ja jetzt eben diese Möglichkeit für die konventionellen Firmen, sich denen so ein bisschen schrittweise anzunähern. Und das ist natürlich einerseits eine gute Sache, aber du würdest dann einfach den Maßstab da anlegen, dass du eben von denen auch eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Ernsthaftigkeit in den Bemühungen erwarten würdest. Ja. Und wenn die das jetzt zu langsam und zu halbherzig angehen, dann... Also wenn man einfach merkt, also dass dann, also es kommt eine Pressemitteilung und dann wird halt irgendwas deklariert und erklärt und dann sehe ich ja dann irgendwie in der nächsten oder übernächsten Saison, haben die was gemacht oder nicht. Und man muss das natürlich schon auch irgendwie verstehen, dass das für viele Unternehmen wirklich ganz schwierig ist, irgendwie sich da umzustellen. Und es ist halt manchmal auch so ein bisschen so eine Einzelfallentscheidung. Ich glaube aber, dass je größer ein Unternehmen ist, also je mehr es Textilindustrie wird, ja, je mehr es ein Konzern ist, je globaler irgendwie da agiert wird, umso schwieriger ist es tatsächlich dann auch,
halt irgendwie Rückschritte zu machen und nachhaltig zu werden. Also wie gesagt, auf der Materialebene geht das vielleicht noch irgendwo anteilig, aber gerade dann, wenn es um Lieferketten geht, wenn es um faire Arbeitsbedingungen, Löhne und so weiter geht, dann wird es halt wirklich sehr, sehr undurchsichtig. Und ich glaube, auch für diese Unternehmen schwierig, das umzusetzen, ja. Ja, jetzt sind wir natürlich so, es sind ja natürlich vier Profis, die Unternehmen auch sehr gut kennen oder auch über einen längeren Zeitraum beobachten oder auch so hinter die Kulissen schauen dürfen zum Teil. Jetzt für unsere Gäste, also die jetzt das natürlich alles nicht wissen, die jetzt so, also losziehen und irgendwie einkaufen würden, da, was wäre da dein Tipp? Wäre es dann wirklich die Zertifizierung, also bestimmte Siegel? Könntest du da ein paar nennen, die... Ja, also... Es ist nicht, also ich finde es echt schwierig, weil, also klar, GOTS, denke ich, ist ein Zertifikat, auf das man sich verlassen kann. So. Ich weiß aber einfach auch, wenn wir einfach losgehen in Innenstädte und dort zu versuchen, eco und faire Kleidung zu kaufen, ist halt eben auch nicht so einfach. So. Und es ist, ja, also mein Tipp wäre tatsächlich, genau hinzugucken und sich vielleicht vorab mal ein bisschen zu informieren. Es gibt zum Beispiel die Seite siegelklarheit.de. Da kann man erstmal schauen, was gibt es überhaupt für Siegel, sich eine kleine Übersicht irgendwie auch verschaffen. Und, aber das ist natürlich auch so ein Angang. Also man muss wirklich interessiert sein, um das als ersten Schritt zu machen, sich das zu merken und loszugehen. Ja, und ich glaube, da sehen wir schon, da liegt eine Krux. Man kann sich informieren, in welchen Geschäften gibt es überhaupt eco- und faire Bekleidung. Man kann gucken, gibt es irgendwie irgendeinen Store, der hat einen Concept-Store, der ganz grün ist. Oder sich einfach auch mal fragen, brauche ich das jetzt? Muss ich jetzt einkaufen gehen? Nochmal drauf. So, ne? Also es ist, ich finde es komplex. Also es gibt bestimmte Label wie Made in Green, zum Beispiel von Ökotex. Das ist zuverlässig. GOTS kann man machen. Aber es ist halt wirklich schwierig, da zu unterscheiden, denke ich. Ja. Jetzt, Ellen, wir haben es ja eben auch schon angesprochen für den. Als Konsument, wenn man jetzt loszieht und dann stößt man auf ein Produkt, da steht dann auf Biobaumwolle und dann denkt man, oh super, habe ich ja jetzt ein perfekt nachhaltiges Produkt in der Hand. An der Hochschule, ihr betrachtet ja so diesen, auch Teile des Lebenszyklus oder der Wertschöpfungskette, die eben in diesen gängigen Betrachtungen nicht betrachtet werden. Ne? Also das ist eben, kannst du das vielleicht nochmal, wir haben ja auch in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wie eng dieser Blickwinkel auch ist, der schon reicht, um etwas als Biobaumwolle zu zertifizieren oder so. Und vielleicht kannst du uns mal auch es ist ein Andeuten, wie komplex eigentlich das Ganze dann doch ist, wenn man den ganzen Weg eines Kleidungsstücks betrachtet. Ja, also das ist tatsächlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Deswegen ist es, glaube ich, auch so unübersichtlich und speziell auch für den Endverbraucher unübersichtlich, aber häufig auch schon für Fachleute manchmal nicht so ganz einfach zu identifizieren. Also ich glaube, ein ganz großes Thema ist erstmal das Thema Materialität, was Cynthia gerade schon angesprochen hat, dass nach wie vor in den Köpfen vor allen Dingen der Verbraucher, zum Beispiel Baumwolle, immer gut ist und alles Synthetische immer schlecht ist. Also ich glaube, das sind so diese Grundeinstellungen, an denen man erstmal arbeiten muss, um zu verstehen, dass eigentlich jeder textile Rohstoff seine Vor- und Nachteile hat. Und wenn man das objektiv betrachtet, dann kann man tatsächlich ein Polyester besser finden oder schlechter finden als eine Baumwolle, die tatsächlich als Agrarprodukt erstmal daherkommt und natürlich dementsprechend dann auch die entsprechenden Problematiken mitbringt, genauso wie auch Wolle oder andere Dinge. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich so, wenn ich jetzt so ein T-Shirt habe, wo steht dann mit Biobaumwolle, ganz beliebt, dass da nicht steht so und so viel Prozent, sondern einfach mit, dann kann das nämlich 2% oder 3% sein. Das weiß man einfach in dem Fall überhaupt nicht. Und diese ganze Labeling-Geschichte ist halt schon sehr schwierig zu identifizieren, wenn man da nicht tiefer einsteigen kann.
Das Grundproblem ist tatsächlich, dass die textile Kette jedes Produktes heute so komplex ist, dass man häufig einfach überhaupt nicht mehr dahinter steigt, in welcher Produktionsstufe findet eigentlich wirklich was statt. Und die Baumwolle ist vielleicht dann als Bio-Baumwolle tatsächlich angebaut worden und zertifiziert worden, hat auch eine Zertifizierung unter dem Aspekt. Aber ich kenne zum Beispiel eine Firma, die setzt keine Bio-Baumwolle ein, weil sie einfach weiß, dass die Bio-Baumwolle wie alle andere Baumwolle dann in Ostindien in den riesigen Spinnereien verarbeitet wird, wo dann zum Beispiel die Menschenrechte, speziell die Frauenrechte, missachtet werden. Das heißt also, die haben sich zum Beispiel aus dem Grund gegen Biobaumwolle und eine kleine Manufaktur, die eben zwar handgepflückte Baumwolle, aber ohne Zertifizierung zum Beispiel einsetzt, um dann nicht zu sagen, wir unterstützen nicht dieses restliche System. Das heißt, die Produktionskette ist verteilt über die ganze Welt. Kann sein, dass die Baumwolle sogar aus den USA subventioniert kommt, wird dann eben vielleicht nach Indien geflogen. Dort werden die meisten Baumwollgarne zum Beispiel dann gesponnen und wird dann zum Beispiel zum Stricken wiederum nach Bangladesch gebracht und dort auch vielleicht noch konfektioniert und macht also ganze Weltreisen, die es eben auch sehr undurchsichtig machen, wie diese Kette aussieht. Hm. Also das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, finde ich, was auch schwer nachzuvollziehen ist, wenn man da nicht tiefer einsteigen kann. Ja. Und bei den synthetischen Produkten, also das ist ja auch, hattest du ja schon gesagt, also speziell auch das Thema Polyester zum Beispiel ist sehr stark immer im Fokus. Das ist eben auch so ein Produkt, mit dem wir uns beschäftigen. Jedem ist klar, dass Polyester eben sehr großen Marktanteil hat und wir werden uns zum Beispiel vom Polyester nicht wieder verabschieden können. Das sind einfach mehr als 50% des Marktanteiles sind Polyester und ja auch nicht ohne Grund, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es hat halt enorme Vorteile. Es ist eben sehr leicht, es ist wenig knitteranfällig und ehrlich gesagt will ja auch niemand hinterher in einem Badeanzug oder einem Jogging-Shirt in Baumwolle, das sich schön vollsaugt, tatsächlich rumlaufen. Das heißt, der Weg ist eigentlich auch der Umgang, nicht nur mit den ganzen Rohstoffen bis zum fertigen textilen Produkt, viel interessanter ist im Moment das Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt also, wie kann ich diese Produkte, wenn sie dann tatsächlich ihr Produktlebensende erreicht haben, wieder in diese textile Kette irgendwo einfügen. Das ist das Hauptthema momentan. Also die Rohstoffe, die Rohstoffbeschaffung ist eine Sache, aber dann auch wieder, was passiert danach? Und das ist auch die große Aufgabe, der man sich stellen muss. Und da ist der Endverbraucher noch gar nicht richtig mit einbezogen in diese Ebene. Ja, ja, dann, Julia, wenn man das jetzt so hört, ist ja auch klar, dass es nicht so einfach ist. Also du hast dich auf diesen Weg gemacht, eben ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt zu bieten, anzubieten. Wenn man das jetzt so hört, was Ellen da auch schon angedeutet hat, was da alles dranhängt, dann ist ja auch klar, dass es nicht so ist, dass man nicht so einen Schalter umlegt und dann hat man von konventionell auf nachhaltig und dann hat man ein nachhaltiges Produkt, sondern das ist ja ein Weg, sozusagen, ne, den man eine Annäherung. Ich nehme an, dass du keine eigenen Baumwollplantagen und Spinnereien betreibst und eine eigene Schafherde hast und so. Wie ist das, ja, vielleicht erzählst du mal, an welcher Stelle auf diesem Weg du da bist und wie du auch welche Hindernisse sich, also dir oder welche Schwierigkeiten sich dir da in den Weg stellen auf deinem Weg eben zu einem nachhaltigen Produkt oder auch zu einer als jetzt nicht, wie gesagt, kein gigantisches globales Unternehmen, das eben diese ganze Kette vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück eben selbst in der Hand hält. Ne? Also ich glaube, es ist per se erstmal so, dass man mit dem Begriff Nachhaltigkeit natürlich auch in gewisser Weise, wenn man ein produzierendes Unternehmen ist, relativ vorsichtig umgehen muss. Also jeder, der sagt, wir sind zu 100% nachhaltig, es kann nicht funktionieren, weil sobald man natürlich etwas herstellt, etwas in den Verkehr bringt, wird es immer mit Emissionen verbunden sein. Es hat natürlich auch immer irgendwas mit Abfall zu tun und mit sonstigen Sachen. Und ich glaube, wo wir auch einfach jetzt als herstellende Unternehmen oder Produzenten so ehrlich sein müssen, ist, dass wir einfach sagen, wir sind auf dem Weg, besser zu werden.
im besten Fall jeden Tag. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Stellschrauben, die bewegt werden müssen und auch möglichst schnell. Und ja, da gibt es verschiedenste Aspekte, die auf jeden Fall betrachtet werden sollten. Also dass man zum Beispiel keine Baumwolle zum Beispiel aus Indien oder aus China bezieht, wenn man ein europäisches Unternehmen ist, weil das hat man jetzt auch gerade gesehen, es gab da relativ großen Aufschrei jetzt auch mit chinesischer Baumwolle, die ja auch mit Menschenrechtsverletzungen da auch sehr, sehr stark in Verbindung steht. In Indien haben wir das Problem, dass also Baumwolle per se beim Anbau verbraucht sehr, sehr viel Wasser. Und da gibt es keine natürlichen Niederschläge. Insofern macht es natürlich Sinn, sich auf europäische Baumwolle zu beschränken und zu begrenzen, was natürlich für jemanden, der ein kleineres Unternehmen hat, natürlich sehr viel einfacher gesagt ist als für einen weltweiten Konzern. Wir haben auch immer noch das Problem, dass natürlich nur 0,2% des Baumwollanbaus biologische Baumwolle sind. Das sind auch alles so Sachen, da muss man einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt, ganz klar sehen, wir sind noch eigentlich ganz am Anfang. Aber es gibt nichtsdestotrotz immer überall irgendwelche Möglichkeiten, einfach besser zu werden. Wie gesagt, jetzt Baumwolle ist ein Aspekt. Ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass chemische Stoffe grundsätzlich schlecht sind, obwohl ich darauf verzichte. Aber ich glaube, was zum Beispiel schon sehr viel bewirken würde, wenn man Beimischungen oder insgesamt Mischungen vermeiden würde, dadurch hat man die bessere Möglichkeit, irgendwelche Stoffe zu recyceln. Also eigentlich ist überall irgendwie Polyester oder Elastan irgendwie mit beigemischt und bis dato gibt es fast nicht die Möglichkeit, diese Stoffe wieder richtig zu trennen, damit einfach diese Kreislaufwirtschaft irgendwie vorangetrieben werden kann. Es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, einfach auf die auf die Produktionsprozesse und alles zu achten. Wo produziere ich? Muss es dringend im globalen Süden sein? Kann man nicht irgendwie vielleicht auch in Europa produzieren? Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, sich da einfach anders aufzustellen und dadurch natürlich auch diese ganze Globalisierung auch so ein bisschen anders zu denken. Also dass die Baumwolle nicht in verschiedene Kontinente irgendwie einfach geflogen werden muss, um dann da weiterverarbeitet zu werden oder was auch immer. Also da es gibt tausend Möglichkeiten, auch gerade so mit Zertifikaten, dass man da einfach schaut, mit welchen Partnern kann man zusammenarbeiten, langfristig auch einfach versuchen zu kooperieren, um da wirklich einen Impact zu machen oder zu schaffen. Meine Frage jetzt ans andere, wenn jetzt gerade, wo wir über das Sourcing sprechen von Stoffen und Rohstoffen, also ich habe mit verschiedenen Marken gesprochen, die haben ja gesagt, dass es für sie zum Beispiel, also dass sie zum Beispiel Schwierigkeiten, also sie haben jetzt auf Biobaumwolle umgestellt, plötzlich haben sie Schwierigkeiten, die zu bedrucken. Also das, und ich erinnere mich auch aus meiner Zeit, als ich noch meine eigene Marke hatte, dass es eben auch als Designer hat man natürlich sehr genaue Vorstellungen von Material und möchte da auch keine Kompromisse eingehen. Aber bei Textilien ist es ja nicht wie bei Lebensmitteln. Bei Bio-Lebensmitteln schmecken halt auch oft besser als konventionelle Lebensmittel. Bei den Materialien ist es ja nicht immer so. Also da gibt es ja auch den Fall, dass man sagt, okay, also ich würde eigentlich lieber, ne, die konventionelle oder nicht Biobaumwolle ist eigentlich sehr viel schöner, aber ne, ich will ja, hat mir ja vorgenommen, kennst du solche Konflikte, gibt es das bei dir? Irgendwie das? Absolut, das ist, ja. Es begleitet mich seit Anbeginn, dass das natürlich immer mit sehr viel Kompromissen und Herausforderungen auch einfach besetzt ist, dieses Thema nach wie vor. Also ich habe, als ich damals angefangen habe mit der Recherche, das war zwischen 2012 bis 2014, gab es auf den ganzen Stoffmessen eigentlich fast nichts außer Biobaumwolle und das auch immer in einer relativ kratzigen Materialität, man kann es nicht anders sagen. Und
Da war natürlich mein ästhetischer Anspruch auch einfach überhaupt absolut gar nicht gedeckt. Und es war dann auch immer dann, okay, wie soll ich aus irgendwie den 3,5 Baumwollqualitäten, die mir angeboten wurden, irgendwie eine Modekollektion für den Runway machen. Das hatte relativ wenig Zukunft. Das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren vor allem, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, hat sich da sehr viel getan. Aber es ist natürlich so, also dass man, wenn man sich zum Beispiel Ahimsa-Seide anschaut oder natürlich dann auch wasserbasierte oder biologische Farben, gerade wenn man irgendwas bedrucken möchte oder wenn irgendwas nicht gebleicht ist, eine textile Fläche, dann sind das natürlich dann immer diese Herausforderungen, die nachhaltige Mode oder nachhaltiges Modedesign mit sich bringt, dass man ja mindestens so gut sein möchte wie das konventionelle Produkt, damit man überhaupt mitspielen kann. Und das ist natürlich das, was auch viele so nicht sehen, dass das sehr viel mehr Arbeitseinsatz und sehr viel mehr Know-how teilweise auch erfordert, um wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass man Farbintensität, dass man Materialität, dass man die Weichheit oder was auch immer, teilweise auch die Silhouetten überhaupt nachzeichnen kann, wenn man auf Elastan oder was auch immer verzichtet. Mhm. Und da sind viele teilweise auch alte Praktiken, die wirklich im Laufe der Zeit irgendwie in Vergessenheit geraten sind, teilweise sehr innovativ in der heutigen Zeit, kann man so sagen, oder sie sind zumindest wieder aufgreifbar und umsetzbar, sodass man dadurch über Umwege oder durch die Hintertür zu denselben Ergebnissen kommt. Ja. Also ich würde auch gerne noch kurz was dazu sagen, weil ich finde nämlich auch noch einen ganz anderen wichtiger Aspekt, den Julia gerade sagt, ist eben auch, weil du sagtest, ist nicht gebleicht. Also man versucht ja nicht nur den Rohstoff besser zu machen, sondern vor allen Dingen auch die textile Ausrüstung. Und die ist dem Endverbraucher zum Beispiel gar nicht bewusst. Also was da eigentlich an Additiven, nennt man das dann so schön, noch draufkommt, das heißt in Form von Bleiche, von Weichmachern etc., was einfach dann gängig ist und was auch bis hin in die Farbstoffkategorien und ähnlichen Brillanz von Farben eingesetzt wird im Konsumentenmarkt, wofür es nicht immer auch Substitute gibt. Und ich denke, das ist auch noch so ein Punkt, der ganz wichtig ist, der sogar so weit geführt hat, dass vor 2 Jahren hatten wir die Problematik in einem Projekt, wo wir eben auch versucht haben, Polyester, und wir haben es dann auch gemacht mit zellulosischen Materialien, also mit holzbasierten Materialien, Lyocell etc. zu ersetzen. Und als wir dann gerade an so einem Punkt waren, kam dann die Europäische Chemiefaserorganisation und hatte überlegt, die zellulosischen Fasern auch als Mikroplastik einzuordnen, nicht aufgrund ihrer zellulosischen Grundfaser, sondern aufgrund der enormen Menge von chemischen Stoffen, die da drauf sind, weil die Grundfaser hat sich dann zersetzt, aber eben nicht der ganze Rest. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich nochmal on top geben kann. Und ich gebe dir recht, also dadurch kommt ja auch die Verarbeitbarkeit, alles ist viel schwerer. Genau. Und das ist niemandem so richtig bewusst. Also Nachhaltigkeit kostet in jedem Fall immer Geld. Das ist das große Problem. Ja, aber das ist toll, dass du sagst. Ich würde das gerne nochmal vertiefen, weil wir haben jetzt gesprochen über eben Naturfasern und Kunstfasern und eigentlich diese Zellulosefaser, die sind ja irgendwie so ein Grenzfall auch. Ne? Und diese Viskosefaser, die irgendwie einerseits holzbasiert, aber irgendwie auch natürlich soweit chemisch manipuliert sind und wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen und die einige von Ihnen, wenn Sie vielleicht auch diese Arte-Dokumentation gesehen haben, Fast Fashion, da kommt also Viskose extrem schlecht weg, aber auch hier ist eigentlich ein Pauschalurteil auch wieder falsch, weil es gibt eigentlich auch da kein Pauschalurteil, das ist schlecht oder nee, kann man tatsächlich nicht, weil es ist richtig, man braucht eben doch ziemlich, ich sage jetzt mal, aggressive Chemikalien für die Herstellung und Aufbereitung. Es gibt aber mittlerweile geschlossene Prozesse, die auch aktiv sind, die praktisch diese Chemikalien zurückgewinnen und dann eben auch einen sauberen Kreislauf ermöglichen. Die Frage ist natürlich, wo findet der am Ende
des Tages statt. Hier in Europa gibt es eben Produktionsstätten, die das gewährleisten, aber ich kann die gleiche Faser woanders produzieren und dann ist auf einmal nichts mehr geschlossen. Also das sind halt so ein bisschen die Probleme, oder das sind die großen Problemstellungen auch, dass man, deswegen verstehe ich auch sehr gut, ich würde auch versuchen, in Europa zu bleiben. Es gibt ja auch eindeutig einen Trend zurück, nach Europa zu kommen mit textiler Produktion, weil in anderen Ländern ist es eben sehr schwer beherrschbar, die ganze Geschichte. Also da kann es sein, dass das Verfahren zwar im Prinzip funktioniert, aber dann doch nicht richtig angewendet oder nicht geschlossen ist. Ja. Gibt es, also ich meine, Cynthia, du bist ja auch ständig mit Marken in Austausch. sagen die auch da manchmal, also ich meine, nicht nur Hurra, wir haben es jetzt, sondern sagen die auch, berichten die auch von ihren Problemen oder ihren Schwierigkeiten, lassen dich daran teilhaben? Also ich würde mal sagen, also auch da gilt, je kleiner eine Brand ist oder wenn die ohnehin schon nachhaltig oder eco and fair aufgestellt sind, in diesem Falle sind die offener für solche Gespräche. Und also ein ganz essentielles Problem bei konventionellen Marken ist tatsächlich, dass die auch sich ein bisschen fürchten. Also einerseits fürchten sie sich davor, irgendwie zu behaupten, sie seien nachhaltig, das ist tatsächlich so. Und dann behalten sie bestimmte nachhaltige Attribute, die sie vielleicht schon einsetzen, machen, durchführen für sich. Und ja, die Kommunikation, also eine offene Kommunikation ist wirklich an der Stelle schwierig, besonders da, wo es dann um Probleme geht, ja, tatsächlich. Ja, das ist ja dann einfach so. Von den großen Firmen kriegt man nur die Propaganda. Ja, genau. Und es gibt Unternehmen, die sind offener, wobei man muss auch sagen, mittlerweile haben natürlich auch viele irgendwelche Sustainability-ManagerInnen irgendwie in Positionen, die wissen natürlich dann auch ganz genau, wie das läuft, was für ein Marketing-Sprech gut ankommt und so weiter. Also die, ne, da muss man dann auch immer nachbohren. Es wird offener, es gibt mehr Gesprächsbereitschaft, einfach auch deswegen, weil es einfach ein riesengroßes Thema ist. Es ist einfach auch so, dass einfach auch durch Corona, durch die Pandemie und so weiter, einfach auch das Bewusstsein für Klimawandel, Klimakatastrophe größer geworden ist und einfach auch viele Unternehmen einfach gerade nochmal einen extra Druck bekommen haben und wissen, dass sie sich da irgendwie öffnen müssen. So, ne? Und ich glaube, viele meinen es ernst, einige nicht. Ja. Ja. Es ist so ein Prozess, wir sind in so einem Prozess gerade und uns läuft leider die Zeit dabei davon. Ja. Jetzt ist ja, wir haben jetzt viel über technische Prozesse gesprochen, es gibt es ist natürlich ganz offensichtlich, dass diese ökologischen Probleme, die wir jetzt haben die auch durch die Mode verursacht werden, dass wir die alle gar nicht hätten, wenn dass das indirekt sich auf die Industrialisierung, auf die Globalisierung zurückführen lässt, dass es überhaupt eben in dieser Geschwindigkeit und in dieser Menge Kleidung produziert wird und eben auch so unnachhaltig, allein das Volumen, also wenn wir jetzt irgendwie uns bewusst machen, dass wir jetzt heutzutage die neunfache Menge dessen an Kleidung konsumieren, wie noch in den 60er Jahren, dann ist es natürlich einfach nur möglich geworden, also natürlich durch diese extreme Industrialisierung, aber eben auch durch die Globalisierung und die damit verbundene Verlagerung der Herstellung von Kleidung in Billiglohnländer, dass es überhaupt erschwinglich ist in diesen Mengen, dass wir uns so viel kaufen können. Es gibt jetzt Leute wie wie auch Trend-Konkurrentin, Kollegin Lee Edelkort, die sagen, ja okay, dann müssen wir halt jetzt zurückkehren in sozusagen in ein vorindustrielle oder vorglobale Herangehensweise an Kleidung und müssen eben, also dann muss eben wieder jeder seine Kleidung in Handarbeit herstellen oder wir müssen das auf dem Bauernmarkt kaufen und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die sagen, die Lösung liegt in der Innovation, in der technischen Innovation und wir können diese ökologischen Probleme eben eigentlich nur mit technischer Innovation und neuen Erfindungen also in den Griff bekommen. Also diese Diskussion wird ja nicht nur in der Mode geführt, sondern auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Wie,
Ja, wie positioniert ihr euch da irgendwie, auf welcher Seite steht ihr da? Ist es so, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Beim selber nähen bin ich raus. Also das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen provokant gemeint. Soll polarisieren, ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, man sollte sich darüber im Klaren sein. Also wir werden uns nicht zurückentwickeln. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen, also klar, also ich glaube, was es leichter machen würde für KonsumentInnen, ist einfach, wenn es zum Beispiel in der Mode so ähnlich wäre wie halt im Lebensmittelbereich, dass es zumindest so ein Bio-Siegel gibt, wo so ein bisschen was abgedeckt wird schon mal, sodass man so eine gewisse Sicherheit einfach hat, dass es was Einheitliches gibt. So. Und ich glaube, das wäre zum einen etwas, was wünschenswert wäre, einfach damit jede weiß, wenn sie etwas kauft, dass man da auf der sicheren Seite einfach dann eben auch ist, wenn man das möchte. So. Ich finde, es fehlt da so eine gewisse Verbindlichkeit und technische Innovationen sind sicherlich immer wünschenswert und gut, ja, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich so ein Mix sein und ich glaube aber auch, dass ganz einfach, also schon auch einfache Sachen helfen, beispielsweise seinen Konsum einzuschränken. Das hilft auf jeden Fall, so, weil wir haben ein totales Problem der Überproduktion und es gibt einfach Müllberge, die bestehen nur aus Textilien. Ja, ja klar, oder? Da wollte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Ne? Das war einfach die, es gibt ja natürlich diese zwei Ansätze, man kann die über die Qualität der Dinge also nachhaltiger werden und über die Quantität der Dinge. Aber wenn wir jetzt über die Qualität der Dinge reden, ist es, ja, also in gewisser Weise wendet man sich zurück. Nun, das ist ja schon, wenn wir jetzt sagen, diese Zuneigung zu Naturmaterialien, das sind ja auch dann die ältesten textilen Materialien der Welt, das ist ja irgendwie so eine Zurückwendung und gleichzeitig eben ja, angesichts, wie Cinzia ja sagt, es ist irgendwie schwierig, irgendwie diese Schritte zurückzumachen, auch natürlich angesichts des Bevölkerungswachstums, mit dem wir es irgendwie in den letzten Jahrzehnten auch zu tun haben. Wie siehst du da die Lösung, Ellen? Ich glaube, wir brauchen für verschiedene Ebenen verschiedene Ansätze und Lösungen. Ich glaube, dass es in jedem Fall wichtig ist, Innovationen zu bekommen und voranzugehen im Bereich zum Beispiel Recycling von synthetischen Materialien. Dass wir die wirklich aufbereiten können und wirklich zurückführen können, weil das ist im Moment ein Riesenproblem. Also das ganze Recycling-Thema funktioniert nicht, weil es bedeutet ja, eine Faser wieder zu einer Faser zu machen. Mechanische Prozesse gibt es, das ist immer ein Downcycling, also da müssen wir ganz viel entwickeln und da sind die Aufgabenstellungen groß. Auf der anderen Seite denke ich, dass im Bereich unserer Gesellschaft wir wieder mehr Wertschätzung einfach für Dinge generell entwickeln müssen. Das betrifft für mich nicht nur Bekleidung, dass man einfach wieder ein Verständnis dafür bekommt, dass Bekleidung einfach auch was wert ist und dass man seinen Bedarf auch abklärt und eher nach Bedarf kauft und Einkaufen nicht als Hobby sieht. Also das sehe ich bei ganz vielen Leuten, dass es gar nichts mit Bedarf oder so zu tun hat, die gehen einfach gern shoppen. Es ist einfach nett mit Freunden in der Stadt etc. und dann wird halt gekauft, wenn man gerade was kauft und häufig nicht mal einmal angezogen. Also ich glaube, da muss es irgendwie so einen Wechsel geben und dann finde ich persönlich noch sehr wichtig, dass auf der anderen Seite auch wieder geguckt wird, wo gibt es eben auch Techniken und da bin ich mit Julia total d'accord, dass man manche Sachen auch einfach vergessen hat, die gut sind oder dass man jetzt im Moment, also das erlebe ich sehr stark, wir haben ganz viele Anfragen nach neuen Faserstoffen oder nach neuen alten Faserstoffen wie Hanf zum Beispiel oder Leinen. Das sind Faserstoffe, die wachsen bei uns hier in der Region, die kann man regional anbauen. Da wachsen auch die Mengen jetzt sehr stark und die Projekte, also wir haben zig Anfragen oder auch schon laufende Forschungsprojekte zu diesen Faserstoffen, wo ich dann auch 100% der Pflanze zum Beispiel verarbeiten kann. Bei Baumwolle muss ich 80% der Pflanze wegschmeißen, das fällt auf dem Feld fällt einfach nur als Müll an. Ich kann die ohne Pestizide anbauen, ich kann sie regional anbauen. Also solche Materialien wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, das denke ich, ist total wichtig. Also ich denke, wir brauchen eine Mischung aus allem und dann kommen wir auch voran. Und jeder muss eigentlich bei sich selber anfangen. Und ich finde es auch immer blöd, wenn man immer sagt, der Endverbraucher macht und tut. Wir haben ihn so erzogen oder er ist so erzogen worden auch von der Industrie. Und wenn jeder bei sich selber anfängt und sich auch überlegt, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht, muss ich jetzt auch vielleicht diese oder jene Sache unbedingt haben. Und wenn ich einen Bedarf habe, sich dann auch zu informieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche jetzt einfach eine Wetterjacke,
dann muss ich vielleicht auch mal hinterfragen, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, dass diese Jacke auch wetterfest ist. Das kann man sich ja mal als Aufgabenstellung nehmen. Also das will ich jetzt, und dann sagt, okay, es gibt ganz unterschiedliche Verfahren, die kosten aber auch unterschiedlich viel Geld, aber die leisten auch unterschiedliche Dinge und belasten die Umwelt unterschiedlich. Ich glaube, wenn man sich so mal damit beschäftigt, das würde schon sehr viel bringen. Und dann würde man vielleicht auch für sich registrieren, warum die eine Jacke vielleicht mehr kostet und die andere weniger kostet und was dann aber auch die Umwelt gleichzeitig und eigentlich die Gesellschaft und alle davon haben. Und dann schätzt man das auch mehr. Wobei ich da sagen muss, ich finde, aus meiner Sicht ist es so, wenn man jetzt so bei den Brands mit Logo, Markenprodukten ist, ne? Also dann, ich finde so Eco- and Fair-Fashion-Brands wie zum Beispiel Langerchenne, ne? wo man sich auch eine Winterjacke kaufen kann oder auch so eine funktionale Jacke, so, ne? das ist nicht teurer als irgendwie so ein Markenprodukt. Muss gar nicht. Ne? Also, und das ist auch so was, was mich auch immer wieder überrascht, auch gerade im Denim-Bereich. Ja. Also sämtliche nachhaltigen Denim-Brands, die ich so kenne, also wirklich Eco- and Fair, das ist nicht teurer als eine Levi's oder so, ja. Und insofern ist da nämlich auch das mit dieser mit diesem Preisargument. Ja, ich meinte jetzt auch mehr so diese Discounter-ähnlichen Produkte, die ja auch dann gerne oder auch einfach mitgekauft werden. Ja, wenn man mal guckt, wer sind die größten Textilanbieter Deutschlands, dann finde ich ja da nicht unbedingt reine Textilfirmen, sondern eher Lebensmittler, die auch Textil anbieten. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und das verstehen die Leute, die nimmst dann einfach mit. Weil es da gerade so zwischen den Fischstäbchen und dem Salat ist. Julia, du bist ja auch, ich meine, du hast ja auch in gewisser Weise, klar, du gehst auch auf Naturmaterialien, sozusagen die ältesten Textilmaterialien, ist ja irgendwie auch so ein vielleicht kann man natürlich, könnte man jetzt auch als Rückschritt in der Innovation sagen, du negierst diese Kunstfasern, hast auch Globalisierungs auf der Ebene der Globalisierung einen Schritt sozusagen zurückgemacht, zurück nach zu lokaleren oder zumindest europäischen Herstellern, sowohl auf der Rohstoffebene als auch auf der Produktionsebene. Und ja, gleichzeitig bist du natürlich, also du trittst ja trotzdem nicht als Heritage oder als Manufaktum irgendwie, es gibt sie noch, die guten alten Dinge, Brand auf, sondern ein sehr innovatives, vorwärtsgewandtes Design. Wie würdest du dich da so positionieren in dieser Diskussion zwischen, die Lösung liegt in der Innovation und die andere, die Lösung liegt in der Rückkehr zu also den guten alten Dingen, wie eben zum Beispiel auch Hanf, wie solchen Fasern wie Hanf, die Ellen jetzt ansprach. Und so. Ja, es ist ziemlich komplex. Also da muss man einfach, glaube ich, versuchen, so ein bisschen einen Weg für sich zu finden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Schritt zurück ist, das, was ich mache, sondern ich denke, die ganze Mode oder das, was ich darunter verstehe, anders, neu in gewisser Weise. Es ist natürlich etwas lokaler gedacht. Also, dass man, oder ich dann in dem Moment sage, ich möchte so regional wie möglich mich einfach bewegen. Aber natürlich habe ich dennoch ein Unternehmen, was auch international, global irgendwie versucht mitzuspielen. Also das ist natürlich so zwei Aspekte, die man einfach versuchen muss, miteinander in Einklang zu bringen. Und ich glaube auch nicht, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben oder auch den Anspruch haben sollten, zurückzugehen. Also weil es gibt diverse Materialien ja nicht umsonst. Also irgendwelche Innovationen haben uns ja sehr viel gebracht, sei es jetzt irgendwelche chemischen Fasern, die für die Wärmedämmung gut sind oder irgendwelche anderen Dinge, die uns einfach vor allem auch helfen, unterstützen, uns irgendwie voranbringen. Ich glaube aber, dass wir einfach neu und anders mit Bekleidung und auch mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umgehen lernen müssen. Und da sind wir einfach alle auch wirklich in gewisser Weise mit in der Verantwortung. Also natürlich haben wir den Konsumenten erzogen, die Industrie dazu, immer mehr, immer schneller, immer günstiger Sachen haben zu wollen. Und da sind wir natürlich auch in gewisser Weise in der Verantwortung, dass auch
aufzulösen, dieses Konstrukt, dass Mode oder Bekleidung einfach so günstig zu haben ist. Also in meinem Aspekt ist es ja nochmal was anderes. Mode ist per se auch nichts, was man irgendwie auf Bedarf kaufen kann. Das ist einfach, wir haben alle genug Jacken im Schrank, da braucht man nicht noch was Neues. Insofern ist es natürlich auch in gewisser Weise diese Illusion, irgendwas Neues haben zu wollen, was da richtig natürlich mit propagiere. Insofern ist es natürlich auch immer ein gewisser Zwiespalt, wo man selbst dann dran steht. Aber dass man da natürlich tatsächlich dann auch einfach so offen und so transparent und so fair wirklich dann mit den KonsumentInnen dann auch umgeht und sie auch als mündig irgendwie ansieht, ihnen zu sagen, okay, es kostet so und so viel, was auch immer anzubauen. Es kostet das von A nach B zu transportieren. Wir brauchen die Arbeitskräfte, die sich darum kümmern, weil es natürlich auch dadurch, dass es biegeschlaffe Materialien sind, da nicht so viel maschinell einfach hergestellt werden kann. Also wir werden immer ArbeiterInnen dann brauchen, die sich da auch mit auseinandersetzen, die Materialien oder die Bekleidung herstellen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch die Verantwortung, mit diesen Arbeitskräften gut umzugehen. Das ist unsere Verantwortung, das ist aber natürlich auch die Verantwortung der Kunden, die dann einfach sagen, okay, wir kaufen dann halt nicht mehr irgendwie das T-Shirt für 2,20 €, was auch immer. Aber ich glaube, das sind einfach alles so Sachen, die wir vor allem durch Bildung in gewisser Weise irgendwie erreichen können. Also ich weiß auch nicht, ob das mit den Zertifikaten alles so machbar ist. Also ich zum Beispiel, ich bin nicht zertifiziert, weil ich mir aber auch einfach diese ganzen Zertifikate so nicht leisten kann und teilweise auch nicht leisten will, weil es sind jetzt dann auch so Sachen wie, ich könnte natürlich in einem GOTS-zertifizierten Unternehmen in Portugal oder sowas produzieren. Ich sage aber, ich produziere regional in kleinen Familienbetrieben, die natürlich auch darauf angewiesen sind, andere Kunden zu bedienen, da ich selbst nicht weder das Baumwollfeld habe, noch eigene Produktion, dass sie sagen, wir nehmen auch konventionelle Kunden mit rein, aber wenn man dann die Zertifizierungsprozesse anschaut, dann dürften sie das nicht mehr machen, weil dadurch dann konventionelle und biologische Produktion miteinander vermischt werden und da müsste man dann jeweils dann die ganze Produktionshalle dann immer komplett reinigen und desinfizieren. Also das sind einfach alles so Aspekte. Auch da ist es immer alles relativ komplex. Aber es ist schwierig, mich da selbst auch irgendwie zu verorten. Also ich glaube, dass man, wie gesagt, wenn man die Dinge neu denkt und das auch zukunftsgewandt und mit einem gewissen Verantwortungsgefühl, dass wir da auf jeden Fall auch gerade was den Konsum und sowas anbelangt und die Möglichkeiten, die uns schon zur Verfügung stehen, dass wir da ohne rückwärtsgewandt zu sein, uns ein Stück weit wieder entschleunigen und auf die Grundwerte beziehen und fokussieren können und damit dann neu in die Zukunft gehen. Ja, also jetzt war ja. Entschuldigung, ich hatte eben auch so ein bisschen gezögert, ne, mit den Siegeln, das so zu sagen, ja, ihr müsst halt auf die Siegel achten, dann ist alles super, weil das natürlich auch irgendwie zu kurz gedacht ist. Also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Also das ist halt auch immer diese Größenordnungsfrage. Also wie groß ist denn jetzt so ein Unternehmen? Ne? Und je kleiner so ein Unternehmen ist, umso besser kann es natürlich seine gesamte Wertschöpfungskette auch überblicken. So, ne? Und also das ist, also da kann man tatsächlich vom Bauernmarkt sprechen. Also den gibt es ja also in den Städten gibt es ja meistens ein Viertel irgendwo so einen Bauernmarkt, ne? Und die Bauern sind ja auch nicht bio, aber die kennt man dann halt eben und die sind dann halt eben glaubwürdig und deswegen kann ich da trotzdem einkaufen, so, ne? Und aber halt, ich finde Siegel und so, das funktioniert halt schon gut, wenn du dann halt ein größeres Unternehmen hast. Total, und ich finde es auch total wichtig, dass man als Kunde irgendwie die Möglichkeit hat, sich auf irgendwas verlassen zu können, weil auch da ist es natürlich klar, auf dem regionalen Wochenmarkt oder sowas, dann gibt es natürlich die ansässigen Bauernbetriebe, die man kennt, die glaubwürdig sind, aber wir sind ja dann auch relativ schnell dann wieder bei diesem Ursprungsproblem des Greenwashings. Jeder erzählt, wie nachhaltig sind wir, toll, und letztlich sind davon genau 4% wahr.
Und das ist natürlich was, was klar in kleinen Rahmen ist das alles noch nachvollziehbar, ist das alles überschaubar, aber umso größer wird, es wird, umso schwieriger wird es. Insofern machen da Siegel auf jeden Fall Sinn. Also das ist ab einer gewissen Größe oder sowas, dass man dann sagen kann, okay, dass ich mich da so ein Stück weit drauf verlassen kann, dass das, was auch wirklich propagiert wird, drin ist, ist das sicher auf jeden, also es ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja. Aber ich denke auch, was man nicht vergessen darf, ist auch, dass diese ganze Zertifizierungsgeschichte mittlerweile ein großer Umsatzmarkt geworden ist. Ja. Das heißt also, das kostet richtig Geld und gerade die, und das ist eben auch so ein Punkt, das betrifft auch den grünen Knopf zum Beispiel, dass gerade kleinere Unternehmen eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, den zu bekommen. Und das verwässert dann, denke ich, auch wieder die Perspektive der Endverbraucher, weil die sich natürlich dann wundern, wieso hat dieser oder jener das dann nicht. Und ich glaube, da ist auch noch wirklich viel Arbeit und ich sehe diese Zertifizierung auch bei bestimmten Dingen sehr wichtig. Also zum Beispiel bei Wolle kaufe ich immer aus kontrolliert biologischer Tierhaltung. Da achte ich jetzt zum Beispiel persönlich drauf, weil ich ein großer Wollfan bin. Aber letztendlich viele andere Zertifikate, da gebe ich dir total recht, sind einfach ganz schwer nur zu bekommen und werden einfach für teures Geld bezahlt und das können gerade große Unternehmen sich eben dann auch wieder am besten leisten, muss man sagen. Und die haben auch in ihren Unternehmen dann Leute, die sich darum kümmern, ein extra Sustainability Manager oder was auch immer, das kann man sich ja häufig in kleinen Unternehmen gar nicht leisten. Ja, das stimmt. Ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja. Aber ich gebe Julia auch noch mal recht, da muss ich auch noch mal einhaken, weil ich denke auch, wenn man jetzt sagt, zurück gehen wir nicht, wir gehen einfach mit dem Wissen, ich sag mal mit dieser Heritage, die wir haben und dem Wissen, was noch vorhanden ist, aus von alten Faserstoffen oder alten Verarbeitungstechniken, die müssen natürlich neu übersetzt werden. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man nicht mehr jetzt, ich sage jetzt mal, das Lein oder den Hanf da zwei Wochen auf dem Feld liegen lässt, in der Hoffnung, dass der Stängel dann so verrottet ist, dass man die Fasern rauskriegt, ist auch klar, dass man aber trotzdem nicht so wie in China hingeht und dann mit heißem Wasser und Chemie übergießt, damit der Lein, die Leinenfaser möglichst in einer Stunde schon da ist, da muss es was dazwischen geben. Und ich glaube, das sind so die Aufgabenstellungen auch, die uns da erwarten. Ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt, also wir haben alle drei haben es jetzt schon angesprochen oder ein bisschen vorweggenommen, eben diese Frage der Menge, ne, der Menge des Konsums. Ich hab, in meinem Buch geht es natürlich auch hauptsächlich darum, also um oder sehr zentral um diesen Aspekt des Überkonsums und wie man das eigentlich, und es gibt ja auch schon die ersten Studien dass diese Nachhaltigkeitsbemühungen in der Mode, eben die Produkte selbst nachhaltiger zu machen, eben im Grunde schon dadurch aufgehoben werden, dass die Menge an Kleidung weiterhin wächst, wie ja, gleichzeitig sind wir natürlich alle vier davon abhängig, dass die Modebranche floriert. Sobald man anfängt, darüber zu sprechen, irgendwie, dass die Leute weniger Kleidung kaufen sollen, fangen wir an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen. Wie also würde der da gehen, welche Bedeutung hat das für euch jetzt dieses Buy Less, wie Vivienne Westwood das gesagt hat, oder Julia, ich meine, du natürlich extrem, würdest du, wie weit würdest du gehen, würdest du wie Patagonia sagen, don't buy this jacket, oder sagst du, ja, irgendwie sonst, oder bist du eher auf dem Standpunkt, dass du sagst, ja, wenn die Leute es nicht bei mir kaufen, kaufen sie es woanders, und irgendwie muss es ja auch, sind wir natürlich alle davon abhängig, auch und diese Diskussionen werden ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen auch geführt. Verträgt unsere Wirtschaft überhaupt diese Entschleunigung, über die wir hier gerade sprechen und die wir hier gerade fordern? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ja. Es ist auch bis zu einem gewissen Grad notwendig. Ich würde jetzt aber auf gar keinen Fall so weit gehen und kompletten Verzicht propagieren, weil das macht natürlich gar keinen Sinn. Also das ist, glaube ich, das, was der Wirtschaft nicht gut tut. Das ist das, was die Kunden und auch natürlich wir auf gar keinen Fall haben wollen. Ich glaube, wir müssen insgesamt wieder lernen, anders zu konsumieren. Also weil das Fast-Fashion-Phänomen ist ja nach wie vor ein relativ junges Phänomen. Es sind jetzt 20 Jahre, die es das gibt, und in dieser Zeit
wenn man sich so Statistiken oder sowas anschaut, dann ist da extrem viel passiert. Und natürlich ist das jetzt auf verschiedene Faktoren auch wirtschaftlicher und politischer Natur irgendwie zurückzuführen. Aber ich glaube, dass wenn wir da wirklich so ansetzen könnten, dass wir sagen, jetzt nicht wie Lee Edelkort, wir müssen wieder ins, weiß ich nicht wann, zurückgehen, aber dass wir einfach sagen, diese wirklich vertikalen Modeketten, die wirklich absolute Dumpingpreise und den billigsten Konsum uns als etwas Tolles, etwas Erstrebenswertes suggerieren, dass wir uns davon einfach so ein bisschen abwenden. Ich glaube, damit wäre schon extrem viel getan, weil es ist ja auch so, dass durch dieses Phänomen ja auch alle anderen quasi mitgezogen haben, dass auf einmal dann irgendwelche Luxushäuser dachten, oh, wir brauchen auch mehr als 2 Kollektionen im Jahr, und dann auf einmal war es Resort und da war es noch da die Pre und da noch die, keine Ahnung was und so, um einfach auch diesen ganzen Konsum weiter anzukurbeln, um da irgendwie mithalten zu können. Und natürlich auch die dann von den Runways abgekupferten Kollektionen, die dann eigentlich von den Originalen schon weder unterscheidbar noch dann irgendwie vorab schon irgendwie sogar konsumierbar waren, bevor das Original überhaupt in den Handel gekommen ist, dass sie dann auch dachten, oh, wir müssen da irgendwie nachziehen. Ich glaube, das ist halt einfach der falsche Weg. Also wir brauchen auf der einen Seite natürlich wieder auch einfach das Verständnis dafür, für die Wertigkeit. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch, wir Modeschaffenden, uns auch ein Stück weit emanzipieren von diesem Fast-Fashion-Phänomen und einfach sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit und wir nehmen uns da raus und wir stehen für gute Qualität, für einzigartige Sachen, die auch entsprechend eine Wertigkeit haben, um da auch wieder dann ein Stück weit natürlich auch einen Anreiz zu schaffen, dass man auch als Endkonsument weggeht von diesem Billig. Ja, gut. Mhm. Können wir alle gerne zustimmen. So. Ich würde ja, da, wenn ich noch was sagen darf, da grundsätzlich total zustimmen. Ne? Aber was halt eben in der Talkrunde davor, was David meinte oder David, hat ja von dieser schrecklichen Brand Shein irgendwie gesprochen. Für mich schrecklich natürlich nur. Und das ist halt zum Beispiel eine Brand, genauso wie auch Boohoo oder solche Brands, die finden ja noch nicht mal mehr irgendwie so statt wie H&M oder so, sondern die finden ja ganz woanders statt. Und das sind totale Dumpingpreise und das ist nochmal ein ganz neuer Verkaufskanal, der irgendwie da eröffnet hat. Und das sind, glaube ich, einfach so Sachen, die irgendwie vielleicht reguliert werden müssen oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen aus dieser Nummer wirklich nicht raus, ohne irgendwelche gesetzlichen Regularien, mindestens auf EU-Ebene. Also so, also da muss halt auch irgendwas, glaube ich, passieren. Und es geht ja auch tatsächlich um etwas. Also es geht Absolut. Ja nicht nur einfach darum, um faire Arbeitsplätze und so, sondern also was man nicht vergessen darf, ist einfach, dass die Textilindustrie einfach wahnsinnige Umweltschäden auch verursacht durch ihre Produktion. Ne? Und ich sag mal so, das können wir im Moment gar nicht gebrauchen. Und deswegen, ich finde, wir müssen einfach irgendwie unser Konsumverhalten schon verändern. Das ist ganz dringend notwendig. Ja. Okay, vielen Dank. Ich hatte Sie gewarnt, eine Stunde ist zu wenig, die Stunde ist um. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, für eure fantastischen Beiträge. Danke.